Oh my God, that's how we start. Yeah, that's how we start. Hey, Laura. Hello. Warte, Aufzeichnung. Läuft das? Wird bei dir angezeigt, ne? Ja, Szene zeichnet den Anruf auf. Bei mir ist aber noch der Zähler auf Null, aber es geht gleich los. Die Schauspielerin Laura Preis ist keiner, denn sie ist ja schließlich gebürtige Münchnerin. Ja, dass sie Schauspielerin wurde, das hat sie vermutlich von ihrem Opa, denn sie ist die Enkelin des legendären Mimen Wolfgang Preis. Ja, der hat ja sogar eine Hollywood-Karriere gemacht, hat mit Frank Sinatra gedreht, mit Burt Lancaster und, und. Hierzulande kennen ihn natürlich die meisten durch seine Paraderolle des größten wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Mabuse. In ihrer jüngsten Rolle, da würde sie ihn vermutlich jagen, denn sie spielt in der Serie Der Beischläfer eine Kommissarin. Sie steht aber nicht nur vor der Kamera. Laura Preis ist auch eine begehrte Synchron- und Werbesprecherin und sie hat zuletzt mitgemacht bei der Webserie V-Dates. Geil. Hallo, ich bin Tanja. Na, ich bin Kim. Du bist eine Frau. Nein, also, nein, man sieht natürlich, dass du eine Frau bist, aber, ich bin Tanja und ich bin nicht. Ich bin immer noch Kim und ich bin. Okay. Ja, also nicht okay, weil, ich suche einen Mann. Ich auch. Oder halt eine Frau. Okay. Aber warum sind wir dann beide jetzt hier, also gleichzeitig? Vielleicht will der Algorithmus dir sagen, dass du doch bist. Oder das Ganze ist eine Verschwörung von Bill Gates, der die Menschheit homosexuell machen möchte, damit das Bevölkerungswachstum stoppt. Was hast du denn in deiner Suche angegeben? Mann. Also, Frau. Also, Frau, die einen Mann sucht. Vielleicht bist du in der Zeile verrutscht und hast aus Versehen Mann und Frau angegeben? Nee, aber das passiert mir eigentlich nicht. Also, ich bin eigentlich ziemlich akkurat. Das ist eigentlich vertippt. Trotzdem Bock auf einen Kaffee? Ja. Ich meine, wenn du Kaffee sagst, dann meinst du Kaffee oder Kaffee? Laura, V-Dates, das war ja jetzt ein ganz neues Arbeiten für dich wahrscheinlich, aber in den letzten Wochen, da mussten wir alle neue Wege gehen. Wie war das denn für dich? Ganz, ganz seltsam, weil ich mich auf einmal selbst auf der Kamera beobachtet habe, während ich gespielt habe und immer selbst entscheiden musste, ist das gut, ist das schlecht? Und so war es ein ganz verwirrendes Ding, aber es hat super Spaß gemacht. Und vielleicht hat es ein bisschen geholfen sogar für die kommenden Sachen zu checken, wie war das denn so, was ich gerade gemacht habe? Wie würde ich dabei aussehen, wenn ich... Nein, das soll man ja gar nicht denken. Ja, normalerweise dürfen Schauspieler auf keinen Fall in die Kamera schauen, ja. Aber hier musstest du ja quasi dich kontrollieren und deinen Spielpartner. Hey! Hallo, ich bin der Johannes. Wie würdest du wohl aussehen bei den Synchronarbeiten? Das ist ja auch so ein Ding, gell? Da steht man am Mikro und macht ja irgendwie mit und verrenkt sich. Ja, wenn da eine Kamera auf dich gerichtet wäre, wie wäre das denn? Das wäre ganz schlimm, glaube ich. Das wäre ganz, ganz schlimm. Das will keiner sehen. Denn ich habe selber gedacht, ach, sieht bestimmt witzig aus. Und dann merkt man, bei coolen Sachen wird man auch sehr cool. Dann steht man da und sagt irgendwie, ja, was auch immer, ich bring dich um. Und bei Sachen, wo man zum Beispiel kämpfen muss, da steht man dann da und macht die wirrsten Geräusche, aber darf ja kein Geräusch machen, außer mit dem Mund. Und dann ist es nur... Und, oh Gott, ja.
Ja, man muss ja oft die Bewegung einfach mitnehmen, ja, damit der Ton auch richtig rauskommt, gerade bei Kampfszenen. Ich habe mich mal mit Jacques Breuer darüber unterhalten, der war ja Aragorn, die deutsche Stimme von Aragorn bei Herr der Ringe, der hat gemeint, also er musste eigentlich fast nur Töne von sich geben, so. Voll. Und das auf alle möglichen Arten. Sau schwierig, anstrengend. Super anstrengend. Und also bei manchen Sachen, bei manchen Kämpfen ist es so, wenn man dann mehrere Takes hintereinander, also mehrere Aufnahmen hintereinander machen muss für eine lange Kampfszene, zum Beispiel Vikings haben wir so synchronisiert, immer wieder voll auf die 12 und ich im Studio. Ich habe gekämpft gegen die Luft, gegen mich selbst, wurde gewürgt. Und also es war spektakulär. Und dann ist man nach einer halben Stunde, merkt man, Leute, ich brauche eine Pause, ich bin vollkommen außer Atem und ich fange irgendwie so ein bisschen an, mich zu drehen, weil man immer sich so hochatmet. Also, aber sehen, ich weiß nicht, ob das so schön ist. Ja, mal so ein paar Ausschnitte, das ist gut, aber insgesamt ist es schon viel so und man spielt sich zu Tode im Gesicht, damit das alles schön rauskommt. Wenn man sich über dich kundig macht, dann ist die Liste mit den Sachen, die du gemacht hast, bei denen du nicht zu sehen warst, sehr viel länger als die, bei denen du zu sehen warst. Also sprich, Synchronarbeiten machst du ja schon, ich weiß nicht wie lange, und sehr, sehr viel. Mhm. Ist es nicht schade, dass das nicht so angesehen wird? Obwohl es ja, wie eben beschrieben, auch sehr harte Arbeit ist. Der Schauspieler, der das da spielt, der bereitet sich ja lange drauf vor. Der kriegt ja ewig vorher das Drehbuch. Der kann sich auf jede einzelne Szene vorbereiten. Da wird geprobt. Im Studio ist es so, dir wird einmal die Szene gezeigt und dann bitte auf die 4. Ja, das stimmt. Also ich verstehe irgendwie, dass das so ist. Also ich fände es schön, wenn es mehr gezeigt wird. Aber es sind viele tolle Sachen unterwegs. Also der Synchronpreis wird immer größer. Also es bewegt sich was. Ich habe das Gefühl, die Synchronbranche bekommt ein Ansehen, hat schon ein gutes Ansehen, aber bekommt immer mehr Chancen, auch dieses Ansehen zu präsentieren und zu vergrößern. Und beim Synchron, da ist es natürlich einfach so, dass die Stars schon existieren auf der Leinwand. Also wenn jetzt jeder amerikanische Mensch, der synchronisiert werden würde, einen Synchronsprecher hätte, der dann auch noch bekannt, es wäre wahnsinnig schwierig für all diese, wie dich, wen auch immer, Medienmenschen, zu sagen, okay, wen nehme ich denn jetzt? So stelle ich mir das vor, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber also ich habe das Gefühl, es gibt mehr Aufmerksamkeit dafür und das ist schön so. Und aber die Leute sind wahnsinnig begeistert davon und das ist doch das Beste. Also wann immer ich sage, ja, ich spreche auch synchron, wen hast du gesprochen? Dann sage ich was und jemand sagt, oh, das habe ich geguckt, das war so toll. Dann ist das schon Lob genug. Und Aufmerksamkeit. Hast du auch schon mal jemanden kennengelernt, dem du deine deutsche Stimme verliehen hast? Ich habe leider niemanden in Persona kennengelernt, aber ich habe tatsächlich mit einigen, weil heutzutage so soziale Medien, Instagram, Facebook und so weiter, es gab ganz lustige Geschichten mit ein paar amerikanischen Frauen, die sehr aktiv auf Instagram sind. Und ich habe dann Stories irgendwie gepostet und habe sie verlinkt. Und die haben dann geschrieben, oh my God, you're my German voice, how amazing. Und gut, da kamen jetzt keine tiefen Freundschaften bei rüber, aber immer, wenn ich wieder was von dem Projekt poste, sind die begeistert und schreiben und schicken auch mal Bilder von ihren Aufnahmen und sagen, wow, schau mal, das war die Szene, die mir so gut gefallen hat oder die du gepostet hast und so. Also es ist sehr cool, die finden das auch sehr spannend. Aber jetzt bist du ja wieder mal zu sehen vor der Kamera und zwar in der Serie Der Beischläfer. Da dachte ich mir erst mal, was hat es denn damit auf sich? Ist das am Ende gar eine Soft-Porno-Serie? Ja, das dachte ich. Das war, wenn man die Sachen zugeschickt bekommt, dann sieht man, du bist angefragt für Der Beischläfer, denkt man sich. Und nicht, alles klar, tschüss. Ja. Weil natürlich, die erste Assoziation ist Beischlaf, natürlich. Und dann las ich und sah, das Gericht kommt darin vor. Und dann erklärt sich das natürlich, der Beisitzer, der sogenannte Schöffe, anderes Wort für Schöffe, Beisitzer, der aber keinen Bock auf Beisitzen hat und schläft, während er beisitzt, heißt der Beischläfer. Und dann war das Ruder rumgerissen. Aber ich bin sehr gespannt, ob viele Leute, weil ganz viele sagen so, warum, was spielt da für eine Rolle? Was ist das? Der Beischläfer? Was soll das? Also ich bin sehr gespannt, wie die Leute, wie überrascht sie sind, wenn sie gucken und der Name, was der für einen Einfluss darauf hat. Ist auf jeden Fall ein Attention-Getter. Servus. Servus. Ja, aber ist unter Kontrolle. Muss da keine Sorgen machen. Jetzt mache ich mir aber welche. Wo ist denn den her? Hallo? Polizei. Und
von wegen in Italien gehabt. Du, der ist sauber wie die Jungfrau. Der Menzinger. Hey! Die Bullen haben mich einkassiert wie den Hoeneß. Ich hab Rechte. Und Pflichten. Chefendienst, Sie werden die nächsten 5 Jahre Hilfsrichter sein. Die Stimme des Volkes. Ja, leck mich doch. Sie sind total breit. Zu Hause können Sie so viel kiffen, wie Sie wollen, aber nicht in meinem Gerichtssaal. Sie sind mein Albtraum. Sie träumen von mir? Sie haben uns angelogen. Verstehe. Bayerns Next Top-Kommissare ermitteln. Fuck! Ich kann Beischläfer riechen, die den Rechtsfrieden gefährden. Blöde Amsel. Hat die Maus einen Freund? Von der lässt du die Finger. Das ist meine Richterin. Die habe ich die nächsten 5 Jahre am Hals. Zipfelklatscher. Wanns mit dem Teufel tanzt, wanns mit dem Teufel tanzt, wanns du mit dem Teufel tanzt, dann brauchst du gute Schuhe. Sie mag dich. Wir beide sind kein Paar und wir werden auch niemals eins sein. Na, ja. Wanns du mit dem Teufel tanzt, dann brauchst du gute Schuhe, sonst lass das nicht. Prost, Judas. Scheiße, Mann, dieses Kackmenschen. Wanns du mit dem Teufel tanzt, dann brauchst du gute Schuhe. Weil der Rache geht und die Gräuter miteinander spitzt, der Schwäbe blau bläst und die keiner mehr da kennt. Verdammtes Drecksuniversum! Weil dann der Rauch aufgeht und die Glut umeinander spritzt, der Schwefelblau brennt und die keiner mehr da geht. Wärst du eine gute Chefin? Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre ich eher so eine Art Beischläfer, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja? Nein. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe ein ausgeprägtes Rechtsempfinden und ich weiß nicht, ob ich eine zufriedene, eine gute im Sinne von, ich könnte mich einbringen und meine Sicht der Dinge darstellen, ja. Eine zufriedene weiß ich nicht. Wenn dann ein Urteil kommt, wo ich mir denke, das ist komplett falsch, dann muss ich, habe ich auch das Gefühl, ich müsste was ändern, dann wäre ich sehr unzufrieden. Liegt dieser ausgeprägte Gerechtigkeitssinn nicht in der Natur eines Schauspielers? Weil sie so wahnsinnig sensibel sind, die Schauspieler, und deshalb auch immer sofort bereit sind, für andere einzustehen, irgendwas in Charity zu machen. Das kann gut sein. Also was man auf jeden Fall tut, da stimme ich dir vollkommen zu, also da kann ich dir nur zustimmen, denn es ist so, man denkt viel darüber nach, wie die Menschen sind, wie sie werden, wie sie sind und warum sie so werden. Und das brauchst du ja für deinen Beruf, dieses Einfühlungsvermögen, ja. Um jemand anders sein zu können. Ja, man möchte empathisch sein und so irgendwie die Leute nachempfinden können. Das verstehe ich total. Jetzt, wenn wir aufs Rechtssystem gehen, dann muss ich als Schauspieler auch versuchen nachzuvollziehen, warum der Mensch den anderen umgebracht hat. Und ich könnte dem Richter das darstellen und sagen, wissen Sie, früher hat der ein ganz anderes Leben gelebt. Der musste den umbringen. Nein, natürlich nicht, aber... Man ist auf jede Hinsicht, in jeder Hinsicht versucht man empathisch zu sein und ja, schlechte Chefin bestimmt nicht. Servus. Obermeier, Kriminalpolizei. Spinnst du? Kannst du nicht die Bullen rufen? Hab ich doch gar nicht. Da geht's um die Kuh, oder? Wir suchen den Herrn Menzinger. Bin ich. Sehr schön. Mein Kollege Fischer und ich, wir würden uns gerne mit Ihnen über Ihren Besuch beim Herrn... Hinterstocker Rudolf. Hinterstocker Rudolf unterhalten. Kaffee? Das war kein Besuch. Ich war an der Stelle, wo meine Frau und meine Schwiegermutter gestorben sind. Und dann bin ich weiter nach Rosenheim, Prien, Wasserburg, Ebersberg und wieder heim. Das ist eine schöne Strecke. Genau für sowas hat Alpha den Bertone gebaut. Und da habe ich den Hinterstocker gesehen und kurz mit ihm geredet. Kurz. Auf seiner Privatstraße. Da war seine Frau dabei, die können es fragen. Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht genau, warum sie deshalb zu mir kommen. Der Herr... Hinterstocker Rudolf. ...wurde als vermisst gemeldet. Verstehe. Das Verfahren wegen dem Tod von meiner Frau wurde eingestellt. Aber wenn der Hinterstocker auf Sauftour geht, dann leuchtet der rote Knopf in der Staatskanzlei. Und Bayerns Next Top-Kommissare ermitteln. Ich pack's jetzt. Die beiden Ereignisse könnten ja auch im Zusammenhang stehen. Ich bin ein großer Freund des deutschen Justizsystems. Deshalb bin ich Chefe. Freiwillig. Aber wenn ein Verfahren eingestellt wird,
dann herrscht Rechtsfrieden. Und das respektiere ich. Und jetzt muss ich ins Amtsgericht Rechtsfrieden herstellen. Können Sie mir mitnehmen? Sehr schön. Charlie! Charlie! Ja? Mein erster Liter Tequila ist doch fertig. Du musst probieren. Meinem besten Freund gebührt der erste Schluck. Ja. Und? Ja, besonders. Sehr eigen. Aber gut. Ja, trink aus. Auf die Gerechtigkeit. Weiß wie immer, aber Mexikaner erst nach Dienstschluss. Wann sollen wir alle diesen Knopf drücken für den Fernseher? Wann geht der Beischläfer los? Am 29.05. auf Amazon. Amazon. Da geht's dann los. Deutsch. Sechs Teile. Sechs Teile, unter anderem mit dir. Vielen Dank für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute. Danke gleichfalls. Ich danke dir.